Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Wohnzimmer-Shower für den Mai. Und heute ist der 1. Mai und heute habe ich diese Produkte hier verwendet. Und zwar zu einem von Garnier Fructis, das letzte Mal die Oliper 3 Coco Fizz Control Serie. Die werdet ihr also auch im Aufgebrauch-Video sehen. Dann verwende ich ja immer von Nivea den Protect & Shave Rasierer. Den zeige ich euch jetzt auch nur das eine Mal. Und dann nicht mehr. Genauso wie das Balera Sege Sweet Berry habe ich jetzt einmal benutzt. Finde ich ganz okay, muss ich aber noch weiter testen. Dann von Far Fiji Dream hier dieses Duschgel, das mag ich auch sehr gerne. Von Marbert Germany das Enzym Peeling Puder. Und von Nivea mein Intimwaschlotion, das zeige ich jetzt auch nicht jedes Mal. Und genau, das habe ich heute verwendet und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 3. Mai und heute habe ich diese Produkte hier verwendet. Und zwar zu einem von Charmer Repair Pflege, Shampoo und Spülung. Auch das letzte Mal, wo ich das verwendet habe, das ist jetzt leer. Dann von BB Pfirsich und Joghurt Smoothie die Cremedusche, die mag ich wirklich gerne. Von Jacquemoon White Jelly Magic das Körperpeeling will ich jetzt aufbrauchen. Das habe ich ja leer gemacht. Und da ich das aber zweimal da hatte, muss jetzt eben das zweite auch aufgebraucht werden. Dann von BB so ein kleines Waschgel habe ich benutzt. Und von BB Pfirsich und Joghurt Smoothie die Body Lotion passend zur Cremedusche. Und genau, das war es schon wieder für diesen Abschnitt. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Heute ist der 6. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem von Balea das Shampoo Pure Frische mit grünem Apfelduft und von Herbal Essences die Pflegespülung in Dazzling Shine. Hat vom Duft her einfach ganz gut zusammengepasst, weil es beides relativ frisch ist. Dann von Jacquemoon Sugary Grapefruit Sunrise einmal das Körperpeeling und die Duschcreme. Wollte ich jetzt einfach einmal testen, ich werde jetzt das Körperpeeling aber wieder wegpacken und weiterhin das White Cherry Magic aufbrauchen. Und eben die Duschcreme, ich muss sagen, ich mag die Serie ganz gern. Aber ich muss sie auf jeden Fall noch öfters testen. Dann von BB hier dieses Waschgel und zur Sugary Grapefruit Sunrise Serie die passende Körpermilch. Und genau, das war's auch schon wieder für heute und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 8. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem von Garnier Wahre Schätze Kokosmilch und Macadamia Shampoo, Haarkur und auch Spülung. Mag ich ganz gern, vor allem auch vom Duft her. Dann habe ich hier von Balea den Rasierschaum Fruity Kiss mit roten Beeren und Granatapfel. Ich hatte ja vorher den Sweet Berry, diesen lilanen. Ich mag den Duft gar nicht, den habe ich jetzt weitergegeben, aber den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann von Jacquemoon White Cherry Magic das Körperpeeling für meine Beine. Abgeduscht habe ich mich mit der Aveo Dusche, Pflegedusche mit Minze und Melone. Die ist richtig, richtig schön frisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich meine Füße bearbeitet mit meinem BIM-Schwamm und von BB das Waschgel wieder verwendet. Und eingecremt habe ich mich mit der Aveo Water Mint and Lemon Body Lotion, die auch super, super frisch ist. Und genau, das war es auch schon wieder von diesem Abschnitt und jetzt kommen wir zum nächsten. Heute ist der 10. Mai und heute war ich nur ganz, ganz schnell duschen. Und zwar von Herbal Essences habe ich verwendet die Farbschutzserie mit Rose. Mag ich ja beides ganz gern, eben mit Shampoo und Pflegespülung. Und von Palmolive Gourmet die Berry Delight Body Butter Creme Dusche, die ich richtig gut finde vom Duft her. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 13. Mai und heute war ich nur ganz, ganz schnell duschen und habe zu einem verwendet von Balea aus der Feuchtigkeitsserie einmal Shampoo, einmal die 1 Minute Soforthilfekur und die Spülung. Und von Terra Naturi habe ich das Duschgel Traummomente benutzt. Das habe ich ja neu und wollte das einfach auch mal testen. Was heißt neu? Also ich habe es, meine ich, im März gekauft, aber das habe ich noch nicht getestet. Das habe ich jetzt getan. Fand es eigentlich auch ganz angenehm und ja, das war's von heute. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 15. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem von L'Oréal Paris Evital aus der Eau Magique Serie Shampoo und Spülung. Dann von Duschstars diesen Duschschaum. Ich fühle mich frisch mit Mango und Mandarine. Den habe ich nicht als Duschschaum verwendet, sondern zur Rasur. Kann man nämlich auch zur Rasur verwenden. Dann habe ich von Aveo die Viva La Vida Pflegedusche verwendet. Die fand ich auch echt gut, sehr fruchtig vom Duft her, hat mir sehr gut gefallen. Bin ich von Aveo gar nicht mehr gewöhnt, dass mir die Düfte gefallen tatsächlich. Dann von BB habe ich hier dieses kleine Waschgel benutzt und von Fotini die Body Lotion My Magic is Passion Fruit. Die hatte ich ja in dem Tauschpaket mit der Jenny drin und ja, die mochte ich auch ganz gern, habe ich jetzt zum zweiten Mal schon verwendet und ja, das habe ich heute verwendet und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 17. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem von Isana das Shampoo Coconut Water mit Kokosduft und Mangosaft. Dazu habe ich verwendet von Garnier Wahre Schätze die mythische Olive Haarkur. Dann von Original Source dieses neue Rhabarber und Himbeere Duschgel. Fand ich tatsächlich echt gut, obwohl ich ja eher kein Rhabarber-Fan bin. Genauso wie die Body Lotion von Balea Rhabarber Vanille, die beste Variante meiner Meinung nach für diesen Sommer und
Ja, mochte ich auch ganz gerne. Ist eine sehr leichte Pflege. Heute ist der 19. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einer von Balea Professional aus der Tonerde-Serie. Die Peeling-Maske fand ich nicht gut, werde ich weitergeben. Hat bei mir einfach nichts gemacht. Dann aus der Anders- und Spitzen-Serie Shampoo und Spülung. Das ist quasi jetzt die Tonerde-Serie. Das ist hier noch die alte Verpackung. Dann von Le Petit Marseillais dieses Süßmandelmilch-Duschgel. Das fand ich wirklich echt gut. Muss ich aber auf jeden Fall noch weiter testen, weil es das erste Mal. Fand ich aber dafür echt klasse. Und dann habe ich hier dieses kleine La Roche-Posay Reinigungsfluid verwendet fürs Gesicht. Fand ich auch echt gut. Und ja, das war's von heute. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 22. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem die komplette Intensivpflegeserie von Isana, Shampoo, Haarkur und auch die Spülung. Dann habe ich hier von Original Source dieses Orangenduschgel verwendet. Finde ich übrigens sehr gut, sehr, sehr frisch. Dann von BB dieses kleine Waschgel. Und von Jacquemus The Raspberry Kiss Body Lotion ebenfalls in klein. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 24. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem von Sisopar aus der Kokosmilchserie Shampoo und Spülung. Dann von Nivea die Pflegedusche Cremeölperlen mit Kirschblüte. Dann von L'Occitane dieses kleine Bröbchen. Und von Balea das Bodygel Aloe Vera, was leider etwas klebt, aber ja, es geht Heute ist noch. der 26. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem von L'Oréal Paris Evital Eau Magique Nährpflege Shampoo und auch die Spülung dazu. Dann von Nivea die Pflegedusche Sommerliebe mit Bambusmilch und Orangenblütenduft. Die mag ich ja sehr gern, kaufe ich mir jedes Jahr. Dann von Balea das Fußpeeling in Lovely. Von BB dieses kleine Waschgel und Augen-Make-up-Entferner. Und von Nivea die Central Pflegelotion in Orangenblüte. Passt einfach ganz gut zum Duschgel. Und genau, das war's von heute. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Heute ist der 27. Mai und ich war heute an der Sonne, deswegen musste ich duschen gehen. Und ja, ich habe dieses Mal diese Produkte verwendet. Und zwar zu einer von Ganifructis Hydra Aloe, hier Shampoo und Spülung. Ich dachte ja, Aloe Vera, ich war in der Sonne, passt vielleicht ganz gut. Das heißt immer, dass Aloe Vera sehr beruhigend ist und deswegen wollte ich das eben verwenden. Finde ich okay, gibt aber auch Besseres von Garnier. Dann habe ich mich rasiert mit dem Bilou Yummy Lemon Duschschaum. Weil ich auch so ein bisschen Duschschäume testen möchte, nicht aber momentan eher Duschgel verwende. Deswegen verwende ich halt auch die Duschschäume gerne als Rasierschaum und da habe ich heute halt den mal ausprobiert. Verwende natürlich immer noch den von Balea, diesen Schaum mit Beeren- und Granatapfel. Aber zwischendurch verwende ich halt auch gerne mal Duschschäume als Rasiergel oder Rasierschaum. Und ja, den fand ich nicht gut. Ich mag den Duft davon nicht. Dann von Wellness and Beauty Körper Peeling mit Mandelmilch und Bambusextrakt. Das mag ich sehr gerne, das hatte ich auch schon Ist ein mal. sehr schönes, cremiges, angenehmes Körperpeeling. Dann von Balea, eben wie gesagt, ich war in der Sonne. Hier das Duschgel After Sun, das mag ich ja sehr, sehr gerne. Von La Roche-Posay hier dieses kleine Reinigungsfluid. Und dann von Alverde die Körperbutter Bio Kokos. Ich wollte was Reichhaltiges und ich mag das super, super gerne. Heute ist der 30. Mai und heute habe ich diese Produkte verwendet. Und zwar zu einem von Isana Shampoo Mandelmilch und auch die Haarmaske Mandelmilch. Fand ich tatsächlich echt gut, muss ich aber auf jeden Fall nochmal testen. Dann von Kneipp das Duschtonic mit Pink Grapefruit war richtig erfrischend, richtig schön, hat mir sehr gut gefallen. Von BB wieder dieses kleine Waschgel. Und von Balea habe ich dieses Mal die Bodycreme Exotische Vanille benutzt, die ich auch vom Duft her sehr, sehr schön finde, sehr sommerlich. Und genau, das war's für dieses Video. Ich hoffe, dass es wieder euch gefallen hat. Nächsten Monat, also im Juni, wird kein Wohnzimmer-Shower online kommen. Weil da ja meine Sammlungen online kommen, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und mir das da ein bisschen viel wird, noch mit dem Mozima Shower und dem Sammlungsvideos, weil es da schon sehr, sehr viele Sammlungsvideos sind und es halt auch fast jeden Tag eine Sammlung gibt, möchte ich halt eben nicht noch das Mozima Shower drehen. Aber diesen Monat gab es jetzt ein Mozima Shower und auch im Juli wird wieder ein Mozima Shower kommen, aber im Juni fällt es aus. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass dieses Video euch gefallen hat und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao!